Es ist soweit. Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2018 steht an. Ich erwarte natürlich wie alle anderen auch mit Spannung, welche Gruppen uns bei der Weltmeisterschaft in Russland erwarten werden. Aber bevor es soweit ist, möchte ich euch natürlich daran teilhaben lassen, endlich nach längerer Zeit, welche Gruppen es für mein Let's Play gibt. Denn auch da steht ja schon fest, was die Gruppen sein werden. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie die Gruppen aussehen. Damit ihr nicht noch länger nervös und voller Spannung zappeln müsst, zeige ich euch am besten gleich als erstes die Gruppe, die ich mit Neuseeland bekommen habe. Und ich glaube, wenn ihr das seht, versteht ihr, warum ich so begeistert war am Ende der letzten Aufnahme. Denn diese Gruppe, ja, sie ist attraktiv und nicht gerade einfach, aber machbar. Die Elfenbeinküste, Bulgarien, die, glaubt mir, zu dem Zeitpunkt 1998 nicht gerade eine Durchschnittsmannschaft waren, sondern sogar eine sehr gute. Aber das Highlight der Gruppe wird natürlich das Spiel gegen Deutschland sein. Ich kann's kaum erwarten. Ja, so sieht meine Gruppe aus. Und jetzt sehen wir uns mal die restlichen Gruppen an. In Gruppe A haben wir Jemen, Schweden, Italien und Kongo. Gruppe B Rumänien, Spanien, Nordirland und die USA. Gruppe C Ghana, Brasilien, Wales und Slowenien. Gruppe D Frankreich, Russland, Iran und Uganda. Gruppe E Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Kolumbien und Guatemala. Gruppe F mit Argentinien, Liechtenstein, ja, sie haben es tatsächlich geschafft. Woohoo! Chile und Norwegen. Gruppe G, die ich euch bereits präsentiert habe, mit unserem Team. Und schließlich Gruppe H mit Österreich, Niederlande, Ägypten und Santa Lucia. Ja, ich weiß auch nicht, wie die sich qualifiziert haben, aber scheinbar sind sie gar nicht mal so schlecht. Das sind also die Gruppen für mein Let's Play von FIFA 98. Und jetzt erwarte ich mit Spannung, welche Gruppen wir bei der tatsächlichen Weltmeisterschaft in Russland 2018 sehen werden. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.